So, und damit willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute geht es wieder um das wunderschöne MX Linux in der aktuellsten Version. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie du ganz easy, ganz einfach Software installieren kannst und auch deinstallieren kannst für MX Linux. Das könnte vielleicht der eine oder andere von euch interessieren. Warum will ich überhaupt Software installieren? Ich meine, ich habe ja hier schon, wie wir sehen können, eine ganzen Habatzen an Software. Naja, es kann ja immer wieder sein, dass ich doch noch mehr Software möchte und auch vielleicht ein paar Spiele mehr möchte. Und deswegen möchte ich gerne auch die ein oder andere installieren. Wie mache ich das hier drunter? Kein Problem, ich zeige dir das ganz easy und ganz simpel. Wir gehen also dafür hier auf Start. Da klicken wir einfach hier unten drauf oder nehmen die Windows-Taste und gehen dann hier auf MX-Werkzeuge und haben dann den Punkt. Wenn wir hier ein bisschen weiter runter scrollen, da kommen wir nämlich zu dem Punkt. Und zwar, na, bin ich jetzt gerade ein bisschen verrutscht. Und zwar haben wir hier den Punkt, die MX-Paketinstallation. Klicken wir drauf und schon öffnet sich hier unser Paketinstaller, der doch ziemlich gut aussieht. Wo ich wirklich sagen muss, Mensch, finde ich ziemlich cool. Sieht auf jeden Fall, ja. Ich hätte jetzt hier noch ein paar mehr bunte Icons mir gewünscht, wie jetzt zum Beispiel das von Linux Mint oder von Ubuntu. Aber es macht ja auch sein Ding ganz gut, seinen Job. Von daher passt das so auch. Aber wie gesagt, da können wir mal eure Meinung in den Kommentar schreiben. Findet ihr das so sinnvoll oder findet ihr ja, na, es gibt was Besseres oder noch viel Besseres? Haut es in die Kommentare. Man hat hier zum einen den Punkt beliebte Anwendung, dann natürlich die aktive Repositories hier. Ich gebe jetzt hier nochmal mein Passwort ein. Dann lädt er nämlich die ganzen Paketinformationen herunter, weil natürlich auch MX Linux auf einer Distribution basiert und entsprechend natürlich auch daher auch zum Teil die Paketquellen hernimmt. Jetzt seht ihr hier, jetzt lädt er die, tut er die Paketinformationen herunterladen. Ne? Jetzt haben wir hier zum Beispiel sehr, sehr viele Repositories, auch von sehr, sehr vielen Spielen. Seht ihr hier? Wahnsinnig viele. Und wir sehen hier aktuell 21 aktualisierbar. Dann haben wir hier natürlich hier noch, seht ihr hier, die MX-Test-Paketquellen, wo er natürlich sagt, hey, das Ding ist zum Testen. Also sei vorsichtig damit. Ja, wenn man natürlich aktuellere Pakete möchte, kann man sich hier auch raus bedienen. Dann haben wir hier die sogenannten Debian-Backports. Und natürlich hier noch die Flatbacks. Dann klicken wir mal auf Ja, damit er natürlich auch die Flatbacks installiert. Mal hier auf OK. Und jetzt werden Sie die hier, jetzt holt er sich nämlich die ganzen Sachen vom Debian Bookworm Repo. Und jetzt tut er die Paketquellen herunterladen. Und entsprechend kann man auch dann sehen, okay, wie viele gibt es eigentlich. Uns interessiert aber, und deswegen seid ihr natürlich eigentlich auch hier, nicht um zu gucken, hey, wie update ich das Ding? Nein, sondern wie installiere ich jetzt eigentlich Software? Weil das ist ja das, warum ihr auch hier seid. Und ich mache das Ganze hier mal kurz ein bisschen kleiner. Und zwar gehen wir dann einfach hier tatsächlich auf den Punkt beliebte Anwendungen. Und wir können natürlich hier wunderbar nach Themengebieten navigieren. Ne? Wir haben hier zum Beispiel ein Media Center. Dann habe ich hier natürlich auch die Medien konvertieren. Wir haben natürlich hier ein Netzwerk. Wir haben hier natürlich Server. Wir haben hier aber auch Spiele jede Menge. Und ich habe mir halt überlegt, was könnte für mich aktuell interessant sein. Da gehe ich jetzt einfach mal hier auf Browse. Und ich möchte zum Beispiel jetzt gerne hier den LibreWolf installieren. Da mache ich hier eine Checkbox. Und weil der LibreWolf mir nicht reicht, möchte ich noch gerne den Falcon-Browser mit installiert haben. So, dann klicke ich hier auf Installieren. Sagt er mir, hey, es werden noch weitere Pakete installiert und wie viele es insgesamt sind und so weiter. Seht ihr hier? Klick mal auf OK. Jetzt holt er sich die ganzen Informationen, beziehungsweise jetzt lädt er das Ganze herunter. Das kann natürlich auch einen kleinen Moment dauern. Ist auch so ein bisschen davon abhängig, wie schnell ist eure Internetleitung. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und wir sehen hier auch schon, entsprechend tut er das Ganze jetzt gerade verifizieren und entpacken. Jetzt wird die Paketliste wird komplett eingelesen wieder. Und jetzt hat er noch ein anderes Paket gefunden, LibreWolf, genau, LibreWolf. Wir wollen ja nicht nur den Falcon-Browser installieren, sondern auch LibreWolf. Was ich so ein bisschen schade finde, dass er das nicht quasi wie parallel macht, sondern dass er mich immer wieder fragt, hey, ich möchte das und das und das.
Pakete wurden auf Fabrik installiert. Wo finde ich die aber jetzt? Nun, kein Problem. Wir gehen hier unten auf Start, dann auf den Punkt Internet und haben hier zum einen LibreWolf. LibreWolf. Ne, startet wunderbar. Und wir haben hier LibreWolf in der Version. Na? Und natürlich den anderen Browser, einfach auch zu Testzwecken. Balkenbrowser. Und der ist auch schon da. Wunderbar. Perfekt. So, jetzt will ich die aber entfernen, weil, na, ist nicht so meins oder möchte ich doch nicht mehr. Kein Problem. Dann gehen wir einfach hier wieder rein und gehen auf den Punkt Browser. Dann haben wir hier den Haken bei den beiden. Und dann klicke ich hier auf die beiden drauf und dann sage ich deinstallieren. Und jetzt fragte mich, will ich wirklich beide deinstallieren oder will ich jetzt wirklich deinstallieren das eine? Ich sage natürlich gerne. So, jetzt hat er gesagt, die Installation war erfolgreich. Eigentlich hätte er sagen müssen, die Deinstallation war erfolgreich, weil wenn ich jetzt hier auf Start wieder klicke und dann auf Internet, seht ihr hier, sind die beiden komplett weg. Also hat es wunderbar funktioniert. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen zum Thema, wie installiere ich Software hier unter MX Linux. Natürlich könnte man sich auch noch einen anderen Paketinstaller installieren, dazu aber vielleicht mal in einem anderen Video mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.